Endlich. Die Motorradsaison hat begonnen. Doch bevor die Biker in Lippe wieder über Berg und Tal bügeln, sollten sie sich und ihr Motorrad fit machen. Wie das geht, verrät Fahrlehrer Michael Bartz vom ADAC. Ja, den Trugschluss, den viele im Kopf haben, ist, ich habe im Herbst sehr gut gefahren. Ich war fit auf meinem Motorrad, ich habe das ganze Zeit geübt, gemacht und getan. Und es hat alles super und dass ich im Frühjahr genauso gut bin. Bei jeder anderen Sportart weiß jeder, dass er wieder was tun muss. Es fängt keiner an, der im Herbst einen Herbstmarathon gewonnen hat und sagt sofort, ich gehe zum Hermannslauf, ohne vorher zu trainieren. Das heißt, auch wir Motorradfahrer müssen trainieren, uns wieder daran gewöhnen. Nach der langen Winterpause muss man vor allem wieder ein Gefühl für sein Motorrad bekommen. Erst recht, wenn man sich eine neue Maschine gekauft hat. Michael Bartz sieht bei vielen Fahrern allerdings noch ein ganz anderes Problem. Die Menschen trauen sich in Notsituationen nicht in Schräglage rein. Das heißt, wir müssen intensiv das Fahren von Kurven, Schräglage trainieren. Wir haben viele Fahrer und Fahrerinnen, die jedes Jahr zu uns kommen und am Anfang der Saison etwas machen wollen. Ein besonderes Training, ein Schräglagentraining, ein Kurventraining. Aber ich kann nur empfehlen, wer anfängt und nicht zu uns zum Training kommen möchte, es gibt große freie Kaufhausparkplätze, wo man mal morgens, sonntags morgens seine ersten Runden drehen kann. Auch wenn es zuweilen unheimlich warm unter der Schutzkleidung wird, rät Bartz unbedingt davon ab, selbst an heißen Tagen auf sie zu verzichten. Wir gehen ein Auto kaufen und gucken, wie viele Airbags drin sind. Was ist hier, was ist da? Wie viel Knautschzone ist da? Die Knautschzone des Motorradfahrers ist die Unterlippe. Wenn ich mit dieser Kombi, mit Unterschenkel mit 30 km/h gegen eine Stoßstange fahre, werde ich einen Beinbruch haben. Ohne diese Kombi Bein ab. Damit es gar nicht erst dazu kommt, ist die Vorsicht aller Verkehrsteilnehmer gefragt. Häufig komme es zu Fehleinschätzungen, vor allem zwischen Autofahrern und Bikern. Wir müssen jetzt um die Jahreszeit als Autofahrer und auch als Motorradfahrer besonders wichtig darauf achten, dass wir aufeinander wieder achten und uns sehen. Zu schnell ist man auch sehr schnell. Es ist Millimeter am Gasdrehgriff und ich bin viel zu schnell schon bei den heutigen Motorrädern. Wir haben ja Leistungen da drin wie früher Rennmotorräder. Auch mithilfe der richtigen Bekleidung können viele Motorradfahrer noch etwas für ihre Sicherheit tun. Die aktuellen Trendfarben vieler Biker sieht der Fahrlehrer jedoch kritisch. Ja, die einzige Farbe, die die tragen, ist schwarz. Schwarzes Motorrad, das kann ich nur übersehen. Das geht gar nicht anders. Man muss auf jeden Fall sichtbar sein für den anderen. Vielleicht mal drüber nachzudenken. Viele sagen ja, ich fahre nicht mit der Müllweste rum. Aber vielleicht vorher schon mal vielleicht einen wesentlichen farbigen Helm tragen. Für eine unfallfreie Saison äußert Fahrlehrer Bartz noch eine Bitte. Jetzt am Anfang der Saison möchte ich auch noch einen Tipp geben. Kümmert euch mal ein bisschen, liebe Motorradfahrer, um eure Kurvenlinie. Fahrt nicht im Gegenverkehr. Schaut mal, dass ihr die Kurve richtig anfahrt. Die meisten von euch fahren viel zu früh in die Kurve rein und kommen dadurch in Gegenverkehr. Diese Motorradfahrer sind fast alle über die Mittellinie hinausgekommen. Wir wünschen allen Motorradfahrern viel Spaß und allzeit gute Fahrt.